Hallo, in dem heutigen Video geht es um ein Lashlifting, welches man sich ganz bequem von zu Hause aus selber machen kann. Und zwar mit dem HomeKit von Beauty 7. Wie das Ganze funktioniert, was man alles dafür braucht, das zeige ich euch gleich. Hier seht ihr auch schon mal das Vorher-Nachher, was für einen Rieseneffekt dieses HomeKit bei mir erzielt hat, obwohl meine Wimpern komplett gerade verlaufen. Man sieht gar nicht, dass ich überhaupt Wimpern habe. Die sind zwar lang, aber sehr gerade verlaufend. Aber dank dem HomeKit von Beauty 7 habe ich eine wunderschöne Wimpernwelle hinbekommen, wodurch meine Wimpern auch endlich sichtbar werden. So, kommen wir nun zum Inhalt, was alles im HomeKit von Beauty 7 mit dabei ist. Alles ist schön geordnet, da ist wirklich von Step, also vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt alles mit dabei, was man für dieses Lashlifting braucht. Hier seht ihr den Inhalt auch nochmal komplett ausgepackt. Da ist wirklich alles mit dabei, was ihr für das Lashlifting braucht. Mit diesem HomeKit kann man sich die Wimpern nicht nur einmal liften, sondern 10-mal. Das heißt also, mit dem Kauf von einer Verpackung könnt ihr euch 10-mal die Wimpern liften. Das ist richtig nice. Hier habe ich mir auch schon bereits die Produkte in der richtigen Reihenfolge zurechtgelegt, sodass ich Schritt für Schritt das Lashlifting durchführen kann. Nun kommen wir auch schon zu der Anwendung und den Anfang machen wir mit den Hydrogel Eye Patches. Zunächst aber müssen natürlich die Wimpern gereinigt werden und dann erst können die Hydrogel Eye Patches im unteren Bereich direkt auf die unteren Wimpern geklebt werden, um sie somit vor dem Kleber und sonstigen Produkten beim Lashlifting zu schützen. Danach sucht ihr auch schon die richtige Größe der Silikonvorlagen für eure Augengröße raus. Da gibt es die Größen XS bis L. Und gebt den Kleber einfach auf die Rückseite drauf, wartet ein paar Sekunden und legt die dann direkt auf euer Augenlid auf. Bevor ihr das macht, als kleinen Tipp, könnt ihr eure Wimpern vorher curlen. Damit fällt euch das Ganze dann am Ende leichter, die Wimpern an diese Silikonvorlage zu kleben. Vor allem, wenn ihr so Wimpern habt, wie ich, die gerade verlaufen. Hier klebe ich die Silikonpatches an. Nachdem dies getan ist, kommt der Wimpernkleber auch schon direkt auf das Silikonpad drauf. Auch hier könnt ihr dann so 30 bis 40 Sekunden warten, bis ihr eure Wimpern dann an diese Silikonpatches dran klebt. Nachdem der Kleber ein wenig angetrocknet ist, könnt ihr dann eure Wimpern mit Hilfe von dem rosanen Tool eure Wimpern an den Silikonpatch herankleben. Hier benutze ich auch nochmal das Wimpernbürstchen, damit geht das auch super, super easy. Aber ansonsten könnt ihr auch zur Korrektur auch nochmal das pinke Tool benutzen, damit auch wirklich jede einzelne Wimper an diesem Silikonpad gerade verlaufend dran liegt. Wenn ihr dann soweit mit dem Ankleben eurer Wimpern fertig seid, kommt auch schon die erste Lashlifting-Creme auf die Wimpern drauf. Da müsst ihr ungefähr 2 mm vor dem Wimpernansatz sozusagen die Creme auftragen. Das Ganze lässt ihr dann ungefähr 4 bis 7 Minuten einwirken, bevor ihr das Ganze dann entfernt. Nach der Einwirkzeit könnt ihr die Lashlifting-Creme mithilfe des pinken Tools ganz einfach entfernen. Dann kommt auch schon der nächste Step. Und zwar die zweite Lotion. Die könnt ihr ebenfalls 2 mm vor dem Wimpernansatz auftragen. Und auch hier 4 bis 7 Minuten einwirken lassen. Auch hier wird die Lotion mit Hilfe des pinken Tools entfernt und dann können auch schon die Wimpern von diesen Eye Patches gelöst werden und komplett entfernt werden. Wenn dies getan ist, könnt ihr eure Wimpern dann mit lauwarmem Wasser abspülen und dann auch schon die dritte Lotion, also das Pflegeserum, auf die Wimpern auftragen, um somit den Wimpern ein wenig Pflege zu spenden. Und das war's auch schon. Hier seht ihr auch schon direkt das Ergebnis. Wie ihr sehen könnt, sind meine Wimpern nun endlich sichtbar, da sie durch den leichten Schwung nach oben geliftet worden sind. Und wenn ihr auch Interesse an diesem Kit habt, den genauen Link zu dem Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier seht ihr mich nochmal die Wimpern tuschen
Und es ist wirklich unglaublich, was für einen Riesenunterschied das Ganze macht, wenn man sich die Wimpern vorher liftet. Das Ganze hält 3 bis 4 Wochen. Und somit kann man direkt auf die Wimpernzange und sonstige Produkte verzichten. Wenn ihr auch noch voluminösere und dichtere Wimpern habt, dann müsst ihr auch eure Wimpern gar nicht mehr tuschen, denn sie sind ja auch schon bereits sozusagen nach oben geliftet. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ihr Fragen oder sonstige Anregungen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!